Was tun bei Stromausfall? Lampe, Heizung oder Wasserhahn? Viele Helfer des Alltags sind ohne Strom nutzlos. Zum Glück haben wir in Deutschland eine sichere Stromversorgung. Ein großflächiger, langandauernder Stromausfall ist unwahrscheinlich. Ausgeschlossen ist er jedoch nicht. Mögliche Gründe dafür sind extreme Wetterlagen, Fehler bei Bauarbeiten oder Cyberangriffe. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich für Stromausfälle, ob kurz oder lang, wappnen können. Erstens, Licht und Wärme. Auf einmal ist es stockfinster. Jetzt brauchen Sie alternative Lichtquellen, wie zum Beispiel Taschenlampen. Achten Sie auf Ersatzbatterien oder nutzen Sie Solar- oder Kurbeltaschenlampen. Eine Alternative sind Kerzen. Aber Achtung, lassen Sie Kerzen nicht unbeaufsichtigt. Nutzen Sie feuerfeste Behältnisse und lüften Sie regelmäßig. Fällt die Heizung aus, können alternative Heizmethoden hilfreich sein. Prüfen Sie, ob beispielsweise Holz- oder Kohleöfen für Ihr Zuhause in Frage kommen. Falls ja, bevorraten Sie ausreichend Brennstoffe. Achten Sie dabei auf eine sichere Lagerung. Auch Decken und warme Kleidung helfen gegen die Kälte. Verwenden Sie aber niemals offenes Feuer oder beispielsweise einen Grill in Innenräumen. Abgesehen von der Brandgefahr droht eine tödliche Kohlenmonoxidvergiftung. Das gleiche gilt für Verbrennungsmotoren, beispielsweise bei Stromerzeugern. Zweitens, Essen und Trinken. Auch die Supermärkte sind bei einem großflächigen Stromausfall betroffen. Zu Hause fallen Kühl- und Gefrierschrank aus, der Herd streikt. Jetzt hilft ein Vorrat an lang haltbaren Nahrungsmitteln und Getränken. Was kalt ungenießbar ist, können Sie mit einem Haushaltsgaskocher oder Fondue-Set zubereiten. Ein Stöfchen eignet sich für Gerichte, die bei geringer Wärmezufuhr gelingen. Nutzen Sie in Innenräumen nur Geräte, die auch dafür zugelassen sind. Auch hier droht sonst eine Kohlenmonoxidvergiftung. Drittens, Informationen. Auch die Mobilfunknetze sind von der Stromversorgung abhängig, können bei einem Stromausfall aber gegebenenfalls noch kurze Zeit funktionieren. Eine Powerbank sorgt dafür, dass Ihr Handy möglichst lange durchhält. Informationen erhalten Sie auch über das Radio. Radiosender senden dank Notstromversorgung eine gewisse Zeit lang weiter. Nutzen Sie ein batterie- oder solarbetriebenes Radio, ein Kurbelradio oder das Autoradio. Doch was tun, wenn weder Handy noch Radio funktionieren? In diesem Fall gilt, beschaffen Sie sich die Informationen auf analogem Wege. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, wo und wie Sie im Falle eines Stromausfalls informiert werden. Grundsätzlich gilt, gegenseitige Hilfe lässt Sie Krisensituationen besser bewältigen. Gehen Sie aktiv auf Nachbarschaft, Familie und Freundeskreis zu. Unter notfallvorsorge-bbk.de finden Sie weitere Tipps und Checklisten, damit Sie für alle Fälle vorbereitet sind.